Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Wettertalk Mecklenburg-Vorpommern hier aus dem wunderschönen Wismarer Hafen. An meiner Seite habe ich natürlich wieder meinen Diplom-Meteorologen Dr. Ronald Eichsmann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Eichsmann. Hallo. Schön, dass Sie wieder da sind, damit wir jetzt mal wieder über das Wetter sprechen können. Erste Frage direkt. Ich merke, wir haben irgendwie grauen Himmel, nicht so wirklich blau, nicht so wirklich, weiß ich nicht, schwarze Wolken, irgendwie einfach nur grau. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Wolken so ein bisschen sehr tief hängen. Kann das sein? Also die Kurzantwort wäre ja. Also sie sind grau, habe ich auch den Eindruck. Und ja, sie sind relativ niedrig. Ja, das ist auch richtig. Also unter niedrig verstehe ich als Meteorologe immer, wenn die Wolken 500 Meter, 1000 Meter, alles andere darüber ist, dann schon, ich sag mal, Normalzustand. Also ja, wir sind sehr tief von den Wolken. Hat einfach damit zu tun, dass wir atlantische Wolken haben. Die sind nicht hier entstanden, sondern die sind schon weit auf dem Meer draußen entstanden, driften jetzt hier rüber, führen so ihr Dasein. Nicht wirklich Regen, nicht wirklich Sonne. Also das heißt, das sind wirklich Wolkenteppiche, die wirklich vom Atlantik zu uns hier reindriften. Hm. Wann ist denn dieser Wolkenteppich vorübergezogen? Kann man da schon eine Prognose geben? Ja, kann man. Dieser Wolkenteppich wird enden, wenn quasi der nächste Luftmassenwechsel kommt. Und Luftmassenwechsel klingt ja wieder sehr kompliziert, ist aber eigentlich nichts anderes, als dass Olle Schied Regen kommt. Und den, denke ich mal, werden wir erwarten in der Nacht im Endeffekt zu Freitag, sodass wir dann sozusagen Freitagvormittag dann genau diesen Wolkenteppich nicht mehr haben. Dann haben wir nämlich dicken Regenwolken und dann wird quasi neu gemischt. Also auf der Rückseite von diesem Regengebiet, dann wird quasi alles neu in Sachen Luftmassen bei uns verfügbar sein. Heißt also, dann ist dieses Mausgraue, dieser Teppich einfach dann vom Tisch. Hm. Und welche Rolle spielt dabei die Sonne? Jetzt merke ich natürlich, die Sonne kommt wieder hervor. Wie lange wird das anhalten und vielleicht auch aufs Wochenende gesehen? Also jetzt klassisch dieses Wochenende, was wir haben werden. Also das läutet, das was ich gerade gesagt habe, das ist eingeläutet mit diesem Luftmassenwechsel. Da wird einmal quasi alles weggefegt, dann kommt der Regen und danach ist es dann schön. Also ich gehe einfach davon aus, dass der Freitagnachmittag in ja, Richtung Samstag einfach Sonne, Wolken, trocken. Wind werden wir dazu haben, aber sag mal richtig angenehmes Wetter, also frisches Herbstwetter, gar nicht so schlecht. Das glaube ich, hoffe ich, dass es am Samstag auch noch so wird. Während am Sonntag dann hoffe ich, dass es trocken bleibt, dann wir wieder so in diese Richtung Mausgrau, Wechsel, nicht Regen, aber trotzdem viele Wolken, so wie heute. Genau, letzte Woche hatten wir den wunderschönen goldenen Herbst. Können wir vielleicht damit auch nochmal rechnen oder vielleicht auch schon dieses Wochenende? Wie sieht es da aus? Goldener Herbst ist also aus meiner Sicht im Herzen, aber richtig klassisch goldener Herbst, goldener Oktober, wie wir ihn kennen, wirklich Sonne, Wolken, gar keinen Niederschlag, schön, vielleicht sogar warm, das sehe ich nicht so. Also wie gesagt, ich hoffe darauf, dass wir Freitagnachmittag, Samstag, ich sag mal, ansatzweise nicht nur Gold im Herzen, sondern auch vom Wetter her haben. Aber das ist eine kurzweilige Geschichte, da reden wir von 36 Stunden. Also das ist aus meiner Sicht kein goldener Herbst. Hm. Aber wie sieht es aus mit den Temperaturen? Die waren ja letzte Woche sehr schön. Werden die jetzt auch wieder so relativ angenehm oder worauf können wir uns da einstellen? Also ich würde das mal so zusammenfassen, sehr langweilig. Also die Temperaturen 10 bis 12 Grad, ja vielleicht da, wo es etwas ruhiger ist, etwas geschützter ist, vielleicht 2 Stunden Sonne mehr sind, haben wir vielleicht auch mal eine 13, 14 Grad, aber ansonsten einheitsgrau in Sachen Temperaturen. Ich sehe da nicht großartig was an Schwankungen. In der Nacht geht es natürlich runter, aber tagsüber die Höchstwerte nicht über wirklich 13, 12, 13 Grad. Und jetzt als Abschluss nochmal mein Lieblingsthema, der Wind. Wie sieht es da aus? Müssen wir uns auf Sturm einstufen oder nicht? Wir lieben ja den Wind an der Küste und deswegen sind wir immer schon ein bisschen traurig fast, wenn der Wind da nicht oder irgendwas ist dann nicht ganz in Ordnung, so im subjektiven Empfinden. Wind am Freitag, also wenn wir dieses Regengebiet haben, das muss man sich so vorstellen, die Wolken, erst kommen die Wolken, dann der Regen und wenn der Regen weg ist, dann kommt am Freitag der Wind, dann geht es auch, glaube ich, auf der See bis stürmische Windstärken hoch, im Landesinneren nicht ganz so, der wird aber peu à peu weniger werden. Also das heißt im Klartext, wir haben den Peak auf dem Freitag, Freitagnachmittag, Freitagabend und dann wird es langsam weniger, so dass wir dann Sonntagnachmittag beim Café, wo auch immer, dann schon wieder nur noch bei schwach bis mäßig sind und das ist dann also in Sachen Wind überhaupt kein Thema mehr. Alles klar, ja, vielen Dank dafür. Ja, dann liebe Zuschauer, haben Sie es ja eben gehört, genießen Sie nochmal ein entspanntes, ruhiges Wochenende mit guten Temperaturen und wir sehen uns dann, würde ich sagen, zum nächsten Wettertalk wieder. Wir verabschieden uns bis dahin, auf Wiedersehen.